Dauereinsatz für die Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken. Zu mehr als 100 Einsätzen sind die Helfer seit 13 Uhr am Donnerstag, 9. August, ausgerückt, nachdem Gewitter teils unwetterartig über die Region gezogen waren. Nach Angaben eines Sprechers der Saarbrücker Berufsfeuerwehr mussten seine Kollegen raus, um geflutete Keller leer zu pumpen und Bäume von Straßen zu schaffen. An der Saarbrücker Lusienbrücke riss es eine Ampel nieder und schmetterte auf den Trottoir, um die sich die Wehr ebenfalls kümmerte. Wir sind überall im Einsatz, in Sulzbach, Querschied, Völklingen, Heusweiler. Nur Kleinblittersdorf blieb bislang verschont, sagt der Sprecher. Auch über das Musikfestival Rocco del Schlacco in Köllerbach zog gegen Mittag das Unwetter hinweg. Sturmböen drückten Absperrzäune nieder. Ein gestürzter Baum blockierte die nahe L340, von schwarzem Holz kommend. Sturzbäche ergossen sich auf die Festivalbesucher. Einige Zelte wurden niedergerafft. Ein Sprecher der mobilen Polizeiwache auf dem Gelände spricht allerdings von keiner dramatischen Situation.